heutige Ausgabe geht es um die Maienschnäppchen Januar 2022. Da werde ich euch jetzt mal die Highlights nennen von der Lufthansa, von der Austrian, von der Swiss, aber auch von der LOT. Und Eurowings hat natürlich auch wieder irgendetwas dabei. Aber wie immer nach dem Intro. Auch wenn wir hier jetzt am Flughafen von Oslo sind, neben der Kapelle, wisst ihr ja wie immer, wie es ist. An dieser Stelle natürlich immer wieder den Abonnierbefehl. Abonniert unseren Kanal. Ganz, ganz wichtig, die Glocke anzumachen. Und dann weiter geht's mit Kommentieren. Ganz vorsichtig mit dem iPad in der Hand, dass ich es nicht fallen lasse. Und natürlich den Beitrag hier zu liken. Ja, die Maienschnäppchen. Fangen wir einfach mal an mit Lufthansa. Ihr kennt ja die Bedingungen. Buchbar ist es seit heute bis zum 31. Januar 2022. Die Abflüge bei Kurzstrecken sind vom 15. Februar bis zum 31. März. Wenn ihr aber bei der Langstrecke, wo es wieder schöne Angebote gibt, fliegen wollt, dann ist der Reisezeitraum 15. April bis 31. Mai 2022. Dann lasst uns direkt auch einsteigen in die Ziele. Ziele wären zum Beispiel, ach eine Sache, im Moment wegen Corona gibt es ja immer noch die Sondermöglichkeit, dass ihr die Flüge verschiebt. Das heißt also, kostenfreie Umbuchung oder reduzierte Umbuchungsgebühr, 25 Euro für Prämientickets. Also insofern bei der Lufthansa Group. Aber Maienschnäppchen gehen ja in der Lufthansa Group. Jetzt aber die Ziele. Und zwar in meinen Augen interessante Ziele. In der Kurzstrecke sind anstatt 70.000 Meilen mit 40.000 Meilen wäre zum Beispiel Tunis oder Fuerteventura. Wo es spannend wird bei der Lufthansa sind die 55.000 Meilen anstatt die 112.000 Meilen. Auch in der Business Class Chicago, Denver, Detroit, Montreal, Vancouver, Toronto und Washington. Dann gibt es noch einen mit 60.000 Meilen anstatt 127.000 Meilen. Das ist Mexiko-Stadt. Auch in der Business Class, also ein cooles Ziel. Premium Economy gibt es natürlich auch wieder einige Ziele wie Atlanta, Detroit, Los Angeles, Miami, Seattle und auch San Francisco. Und wenn ihr dann in Europa fliegen wollt mit 15.000 anstatt 35.000 Meilen, aber das ist Economy Class, sind halt die klassischen Ziele wieder Amsterdam, Kiew, ich nenne sie nicht alle, Tallinn, Salzburg, also Sachen, die sich nicht wirklich immer lohnen. Dann schauen wir einfach mal weiter, was die Kollegen haben bei der LOT. Bei der LOT zum Beispiel gibt es den Flug von Warschau in der Business Class für 25.000 Meilen anstatt 50.000 Meilen. Kann man natürlich jetzt sagen, hey, macht Spaß, aber wir sollten auch den Abflughafen von der LOT ändern auf Polen. Heißt also, ganz wichtig, erstmal Polen einstellen. Ja, bei der LOT gibt es auch wieder einige Ziele. Innereuropäisch gibt es einige wie Amsterdam, München, Oslo oder sowas anstatt 25.000 anstatt 50.000 Meilen. Aber wo es spannend wird in meinen Augen, sind die Langstreckenziele. Wenn man sich das anschaut, zum Beispiel für 70.000 Meilen nur Sultan, ganz genau 142.000 Meilen kostet normal 70.000 diesmal. Astana, falls ihr nicht wisst, wo es ist. Ich müsste jetzt ehrlicherweise auch auf der Karte nachschauen. Aber wenn wir dann weiter runtergehen, dann gibt es natürlich wieder die Klassiker für 55.000 anstatt für 112.000. Da gibt es 10 Ergebnisse. Wenn man die Lufthansa-Ziele mit einrechnen würde, die natürlich auch ab Warschau gehen. Aber das einzige LOT-Ziel wäre Washington-Dallas für 55.000. Österreich bei den Freunden der Austrian Airlines. Und zwar bei der Austrian Airlines. Da gibt es natürlich auch wieder die ganzen innereuropäischen Sachen. Aber die haben auch einen Flug von Wien aus. Das ist nach Chicago für 55.000 in der Business Class anstatt 112.000. Also insofern auch eine spannende Geschichte. Ich finde aber immer noch, mein Favorit bei Lufthansa wäre Toronto. Also wenn es Toronto sein sollte, dann halt mit der Lufthansa. Also geiles Ziel. Ich weiß auch nicht, warum ich da so fixiert drauf bin. Von der Schweiz aus können wir natürlich auch noch mal ein paar Ziele reinziehen. Mit 55.000, da gibt es nämlich New York. Also das heißt einmal JFK, aber auch Newark für 112.000. Normalerweise diesmal 55.000. Also schauen wir einfach mal. Hier ein bisschen Lärm im Hintergrund am Flughafen, aber so ist das, wenn hier gereinigt wird. Nebenbei, so ist das. Macht spannend, oder? Dann hatte ich euch noch versprochen, Eurowings. Eurowings mache ich natürlich als letztes.
Und zwar ist das bei Eurowings so, dass die Eurowings leider nicht mehr die Ziele hat, wie sie die vorher hatte. Das heißt also, diese ganzen Meilenschnäppchen-Geschichten, die mussten nämlich schon lange gebucht werden. Aber Eurowings Discover hat noch Business Class 40.000 anstatt 70.000, Fuerteventura, Hurghada, Marsalam, zweimal sogar Marsalam, was wahrscheinlich Abflug München beziehungsweise Frankfurt. Dann Palma de Mallorca in Economy Class 15.000, Hurghada auch nochmal 25.000, Anfang 40.000. Und für die, die nach Mauritius wollen, ihr habt ja das mit der Steuer gehört, wird teurer, 30.000 Meilen anstatt 60.000. Das waren die Meilen-Highlights für den Januar 2022. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Lasst es mich wissen unten in der Kommentarspalte, was ihr buchen wollt. Lassen wir uns schnell zu Ende kommen, bevor die Durchsage hier kommt. Deshalb gehe ich auch noch ein bisschen näher ans Mikrofon ran. Also, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler und den Meilen-Schnäppchen von Lufthansa. Also insofern freuen wir uns, dass ihr dabei wart. Kommentiert, abonniert, Glocke an und liken. Also, bis dann. Danke, ciao.